Ach ja. Da bin ich. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal, auf meinem Kanal, hier auf diesem Kanal. Ja, hier. Herzlich willkommen. Hey Twisted, grüß dich. Les, hallo. So, bei mir, ich lade gerade ein Spiel runter, weil ich will Final Fantasy 14. Das müsste 14 sein, wenn ich die Zahl so sehe. Ja, müsste 14 sein, oder? Ich bin mir immer unsicher, aber eigentlich müsste das eine 14 sein. Das ist eine 10, das ist eine 1. Dann, ja. Endlich spielt ihr mal was Gescheites. Mein Spiel ist immer noch nicht runtergeladen. Es dauert noch 6 Minuten. Ich überlege also, ob ich 6 Minuten mit euch quatsche und dann mit euch gemeinsam den Char erstelle. Ich denke nämlich, das werde ich so machen. Weil, ja, morgen werde ich keine Zeit dafür haben. Und ich will den Char unbedingt mit euch gemeinsam erstellen. Und ja, ihr seht dann auch, wo ich anfange. Also wenn jemand mit, ich weiß gar nicht, Les, was ist das für ein Spiel? Wie viele Leute können da zusammen spielen? Also wenn ihr, ich weiß ja, dass Selina es angefangen hat und David auf jeden Fall. Aber Les auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung. Aber eventuell wollt ihr das Spiel ja dann zusammenspielen. Ich habe keine Ahnung, ich kann keine Garantie geben, das zusammenzuspielen, weil ich nicht weiß, wie man das spielt. Ich wollte es mir einfach mal holen, weil Les die ganze Zeit spielt und Selina und meine Leute und so. Und dann dachte ich, ja, okay, hole ich das mal und dann erstelle ich es schon mal. Und ja, eventuell habt ihr Lust mitzumachen. Bowie macht auf jeden Fall mit. Ich habe ihn einfach das Spiel gekauft und habe ihn gezwungen und habe gesagt, ja, hier, lad dir das runter. Aber bei ihm dauert es noch ein bisschen länger. Und ja, verpasst ihr nicht viel. So, wenn ihr... So, nochmal abchecken. Moonbeats ist am Platz 1. Ja, das ist noch beim Alten. Bowie, du bist ja auch schon da. Ja, ich warte, bis du mich vorstellst, damit ich... Da ist Bowie. Das ist Bowie. Ja. Herzlich willkommen, Bowie. Das ist Bowie. Juhu. Ja. Ich ändere schon mal das Spiel, oder? Ja, ändere mal bitte das Spiel. Boom. Warte schon seit 2 Minuten darauf. Hallo Les, hallo Twister. So, dann den Titel auch ändern, wenn wir sind neu, oder ja, so? Ja, ganz, ganz neu. Char-Erstellung. Oder irgendwie so. Wir sind dran. Hey Bärchen. Ich muss aber erstmal fertig runterladen. Das dauert halt noch 2 Minuten. Also ich muss sagen, Les war echt hartnäckig. Er hat dich doch überzeugen können. Ja... Ja, wie lange preist er das Spiel schon? Ja, das Problem ist bei Les, dass Les immer Spiele anfängt und sie nach einem Monat wieder hinschmeißt. Ich kann ja nicht jedes Mal mitmachen und dann schmeißt das hin und ich sitze dann alleine in dem Spiel rum. Les, eine kurze Frage an dich, da du ja inzwischen im Vergleich zu uns ein Final Fantasy Profi bist. Welchen Server? Ja, ich weiß und, schon, welchen Server. Frag ja nicht, welchen Server. Ach so. Du fängst auf denselben Server an wie ich, also, ja. Okay, weil ich habe kurz gesehen, am Anfang gibt es irgendwie Licht und Chaos. Da ja, wir gehen bei Licht hin. Fertig, okay, aus. Also, du hast hier kein Bestimmungsrecht. Du darfst gar nichts entscheiden, Bowie. Ja, du siehst einfach nur nach. Fertig. Die Königin hat schon alles entschieden. Ja, die Königin hat alles schon entschieden. Ah, ja gut, alles cool. Du hast alles im Griff. Ich habe alles im Griff und besonders dich. Sexy, was? Was? Was um Himmels Willen? Erstmal ein Jahr verwirren. Ja, ist ein, ja. Warte, Haken, ich habe eine Checkliste, ich muss da einen Haken machen. Ja, mach mal einen Haken. Wenigstens so. Irgendwas musst du ja mal hinkriegen. Was? Ey, das war jetzt gemein. Ist ein bisschen laut, oder? Kommt mir das nur so vor? Man sieht nichts weiter. Ja, ich weiß, dass man noch nichts sieht. Ich habe ja auch noch nichts eingestellt. Oh, ist das laut. Boah, geil. Ich brauche nicht so viel Ton. So, ich habe mal das an Ton eingestellt. Spiel starten. So, mal sehen. Ich muss mal gucken. Wo könnte ich am besten gucken? Oh, ich habe keine Ahnung. Das ist zu viel. Das ist gut. So, also, jetzt muss ich mal sehen.
Ja, ich will Licht. Und dann will ich Licht dort. Kann man den Trailer im Licht. Nachhinein nochmal sehen? Was? Das Video am Anfang, kann man das so im Spiel Ich habe im gar Nachhinein kein nochmal Video an? bekommen, glaube ich. Aber ich versuche jetzt erstmal. So 6000-fach zu viel. Oder? Oh, guck mal, Shadowbringers. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken Da. wir Oh, ich will das gar nicht hören. Bah. echt Ja, nicht? nee, echt nicht. Es ist gar nicht so mein Typ. Warte mal, ich will hier noch mal raus. Ich kann, wenn ich jetzt hier auf Beenden gehe, erstmal Grafik. Du hast die drei Rassen auch. Boah. Was? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ne, machen wir nochmal rückgängig. Wir gucken mal, dass wir hier vielleicht das da einstellen. Ja. So, ist nämlich dann rahmenlos. Dann nochmal ein Spiel starten. Charakterauswahl. So, wie ist es denn hier, Les? Man muss ja eine Welt auf. Ich nehme natürlich. Das ist das Gleiche, oder? Licht, EU und hier Light. Ach, hier. Welt auswählen. Da. Neuer Charakter. Neuen Charakter erschaffen. Ja, okay. Das war doch so, dass du dir einen Char gemacht hast und der dann alle Klassen spielbar hatte, oder? Guck mal, die Klasse gibt es hier nur im weiblich, die gibt es nur im männlich. Oh Mann. Und guck mal, das ist ja eine süße Klasse. Guck mal, Das. die männlichen sehen so aus, die weiblichen sehen so aus, viel kleiner. Das alle Rassen, ich bin neidisch. Wieso? Ja, wenn man. Ich weiß nicht, da Shadowbringer-Addon schon. Ich habe die letzten drei Rassen zum Beispiel nicht. Warum? Ich weiß nicht, ich habe doch das. Habe ich die? Ich weiß nicht. Ich habe dir genau dasselbe gekauft wie mir. Ach so, okay, dann bin ich gespannt. Ach, Ja, so ich sogar. weiß. Ah, So, okay. ich habe dir doch dasselbe gekauft wie mir. Ah, weil ich mir Das. gefallen, diese Hasenfrauen gefallen. Ja, blablabla. Ja. Die würde ich auch gerne anfangen. Ich meine, dadurch, dass es sowieso egal ist. Oh, guck mal Guck an. mal, das ist irgendwie komisch. Irgendwie finde ich. Das da ist jetzt nicht gerade. Ja, egal. Also, guck mal, das da soll jetzt angezogen sein. Das findest du Guck mal, was? ich finde, das da ist nicht so sexy wie das andere. Das ist merkwürdig. Und die Schuhe sind auch merkwürdig. Aber naja, wenn das da angezogen ist, dann ja. Hintergrund, das ist ja egal, oder? Welchen Hintergrund? Das Ja. ist ja jetzt nur um. Jetzt nur für die Beleuchtung, um zu sehen, wie das in-game, glaube ich, aussehen wird. Ah. Komm mal, Bowie beneidet mich. Obwohl das Ja, total. ich. Wähle einen Was? Volksstamm aus. Warum? Ha. Es gibt so Unterscheidungen, so wie ich sehe. Oh, die sind ja voll blass. Helle und dunkle. Ich finde dunkle irgendwie schöner, oder? Es ist einmal Hase und einmal Kaninchen. Aber dunkle sind hübscher, oder? Ich finde die dunklen hübscher, ja. Ich meine, du kannst sie ein bisschen heller machen, Hallo die dunklen, aber. Scully, grüß dich. Von den Proportionen her finde ich Geht die mir um dunkel. die Lore. Hallo Skali, mein Guter. Oh Gott, das wird jetzt anstrengend. Wir machen hier nur eine Charaktererstellung, Scully, heute, weil das wird lange dauern. Volkstypisch. Brustumfang. Oh Gott, ey, was ich mir denn Vielleicht alles. mache ich mir doch eine. Vielleicht doch leicht bekleidet, um das besser zu sehen. Ach, guck mal, man kann da gar nicht anpassen. Man kann nur klein oder groß machen. Und sie waren am Anfang schon auf groß. Das ist groß.
Ja, also die Brüste hier, es gibt nicht so wie in BNS so richtig, richtig groß. Die sind schon... Halt, das ist schon gar nicht so groß, oder? Also... Ja. Ah, so. Final Fantasy 14 habe ich auch angespielt. Ah, wie schön. So, Hautfarbe. Oh Gott, original. Die Frisur ist auch voll cool, finde ich. Bei den Frisuren wirst du verzweifeln. Da gibt's so viel. Einige Rassen oh. haben Rösser. Woher weißt du das? Was? Woher weißt du das? Ja, ich hatte das ja zuerst über Steam runtergeladen und habe einfach nur Charakter erstellt, nur um zu gucken, wie es so ist. Und dann musste ich ja wieder deinstallieren, um das quasi normal zu installieren. Jetzt warte ich schon wieder. Ah, so süß. Also viele Frisuren gibt's nicht. Skalle, wie geht es dir? Wie war dein Feiertag? Oh Gott. Hast du schön den Gott gepriesen und seinen Namen gelobt? Aber so viele Frisuren gibt's wirklich nicht. Oh, guck mal, die unten links, unten rechts, ne? Die sieht mit dieser Krone oder so. Die da. Weiß ich nicht, ich hab Verzögerung. Ja, genau, die. Jetzt sieht sie genauso aus wie dieses Hasenmädchen aus Final Fantasy 10. Oder? War das 10? Les? Weißt du, wen ich meine? Also irgendwie gibt es hier nur die Frisuren. Das ist ein bisschen... Du kannst weiter später in Game bekommen, Haare. Ach so. Oh. Gibt nur normale Brüste. Hab Feiertag. Arbeit. Ich bin mir unschlüssig. Ich finde die hier nicht so schön. Guck mal, ich finde... Ich hätte gerne so eine wie Mac hat. Auf der einen Seite lang und das gefällt mir nicht. Ach so. Hat aber schon ein hübsches Gesicht, finde ich. Gesicht habe ich noch gar nicht umgestellt. Ich bin mir unschlüssig. Also die lässt diese kleine Rasse, ne? Diese ganz kleine, ich keine Ahnung, wie die heißen. Die haben locker 50 Frisuren oder so. Hast du dir die kleinen Rassen durchgeguckt? Ja. Wolltest du dir die kleinen machen? Ich sag mal so, da ich ja einfach nur die kostenlose Version runtergeladen habe, standen mir nur 5 Rassen zur Auswahl. Mensch, diese Katzen, diese kleinen Dinger, diesen Riesen und noch irgendwas. Und diese Elfen. Und von denen allen fand ich halt die Kleinen am süßesten, weil ich hatte keinen Bock auf eine Katze oder auf einen Menschen. Und ja, ich habe mir dann diese kleinen Dinge angeguckt. Und ich habe mir so einen kleinen Jungen gemacht mit langen Haaren und der sah aus wie ein Mädchen. Und dann habe ich ihm eine richtig tiefe Stimme gegeben. Das finde ich zum Beispiel auch nicht so schön. Ich meine, warum müssen die Ohren dieselben Farben haben wie die Ohren? Die Haare, ja. Das wirkt irgendwie komisch. Guck mal. Ja, okay, man hätte das unterscheiden können. Das stimmt schon. Strähnen. Also Strähnen sind schon mal schön. Mutti Foxy, privet. Hallo. Er sagt, wie süß sie ist, sagt er. Schade, dass ich nicht bleiben kann, sagt er. Как дела, Мультик Фокси? У вас тоже праздник же, да? Letztlich habe ich das Gefühl, dass in Final Fantasy die coolsten Charaktere entweder blond sind oder weiße Haare haben. Preisen, ja. Cool Preisnik. Wow. Я не знаю, как на русском. Ich glaube, ich mache mir ein männlichen Char, da kann ich immer auf Niago gucken, wenn sie so einen hübschen Char hat. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich mir meinen... Ich weiß gar nicht, wie ich mir die machen soll.
Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Also. Die sind zwar begrenzt, aber trotzdem. Ich sehe da gar keinen Unterschied. Ja, oh, ach so. Jetzt sehe ich einen Unterschied. Schminke und so. Guck mal, man kann schon sehr viel, aber eigentlich nichts Individuelles machen. Das ist schon nicht so schön, finde ich. Ich glaube, Les ist voll begeistert. Also endlich habe ich sie überredet, das Spiel anzufangen. Weiß ich, lass erstmal. Ich mache immer erst so ein bisschen. So ein bisschen ersten Idee so. Die Nase wirkt auch komisch. Also die will ich nicht, ich will wenn. Das Stupsnäschen wäre für dich gewesen, war ja. Ja, das. Oh, das ich habe mich ja auch. Eine Stupsnase? Guck mal, eine Stupsnase. Ich gebe ihr eine Stupsnase. Ich liebe Stupsnasen. Guten Abend, Pascal. Grüß dich. Hallo, Pascal. Und Les, ach, kaum. So, ja den Mund. Oh, das ist ein bisschen. Sie bräuchte mehr Backen. Lippenfarbe, als ob ich jetzt schon die Lippenfarbe wüsste. Oh Gott, ey. Ja, ich bin ruhig ein Auslöscher. Ah, Niert. Ja. Guck mal, es ist auch ein bisschen bescheiden. Das sieht ja gar nicht so krass nach ihren Lippen aus. Ohrform. Oh, das ist ja super. Oh, dann zeig mal, was es alles gibt. Schön. Die sind ja hässlich. Ich weiß gar nicht, die sehen eigentlich alle nicht so. Junge, alter Schwede, Bauer. Ja, alles. Ich werde jetzt. Du machst mich ganz rot und ganz verlegen. Guck mal, die Ohren. Guck mal, da gibt's so zusammengeklappte Ohren. Auch nee. Ohrengröße. Ist merkwürdig. Was ist das für ein? Ach, guck mal. Hier können wir mal gucken. Was ist das? Und das? Und das? Muttermale und Verzierungen. Oh, guck mal, das eine Muttermal so unter dem linken Auge, das ist so ähnlich wie Deltas. Soll ich mir das machen? Ja. Tattoos und Tattoo-Farbe. Ich stelle vor, hallo David. Hallo David. Ja. Ja, mich weich gekocht. Pascal, Glückwunsch. 43. Ich dachte, ich guck einfach mal rein. Wenn ihr das alles spielt. Ja. Massenzwang und so. Ach, guck mal hier. Da sehe ich's. Farbe des Merkmals. Erstmal was Dunkleres machen, damit ich überhaupt merke, was das ist. Merkmal. Ja, guck mal, so Tattoo so. Oder so. Ja, wenn du ein Tattoo aussuchst, kannst du es auch noch färben.
Aber guck mal, ich finde, man sieht kaum was davon. Aber wenn du es färbst, dann kannst du quasi sowas wie Schminke draus machen. Ja, aber guck mal, hier oben. Ja. Ist es ja so eine Art Schminke, aber man sieht da gar nichts. Okay, so sieht man ein bisschen was. Ja, genau. Ach ja. Man kann es irgendwie nicht doller machen. Ich will es doller haben. Das wird heute ein bisschen langweilig, weil sie ist etwas matt, das Mädchen, ja. Ich musste noch ändern. Matt? Ist doch cool, dass sie matt ist. Was habt ihr? Hallo? Merkt man. Soll sie ölig sein? Oder? Guck mal, ich finde das merkwürdig. Bin ich die Einzige, die eigentlich lieber irgendwas ganz Krasses hätte? So, ich würde gerne so richtig rot haben, aber so blutrot unter den Augen. Und das ist ja nicht blutrot. Weil, guck mal, ich mach schon so eine Farben, die richtig krass sind. Und dann sieht man davon kaum was. Guck mal, schwarz jetzt auch. Man... Ist halt so ein bisschen transparent, so 90% Transparenz. Wir passen zu den Jahreslöchern in den Lippen. Ah. Ja, genau, ihr Lippen. Ich würde gerne eine krassere Farbe haben. Dass man es so wirklich sieht und nicht so Lippenfarbe. Ja, aber guck mal, ich habe ja schon... Das geht nicht anders. Das ist schon nicht so schön, finde ich. Ich weiß nicht. Gefällt mir nicht so sehr. Musst du bei den Lippenfarben auf hell stellen? Warte. Ah, guck mal. Hier. Aber immerhin, ich kann dunkel und dann sieht man die Farben wenigstens ein bisschen mehr. Da sieht man aber jetzt nichts. So, ich mach mal kurz hier. Vielleicht haben wir das auch bei den Merkmale-Farben. Hier, dunkel. Yeah! So wollen wir es doch. So, jetzt muss ich noch gucken. Vielleicht... Merkmale. Ich finde das schon besser. Aber dann muss ich hier nochmal die Farbe der Merkmale ändern. Hm. Vielleicht doch grün? Ne, rot ist schon cool, oder? Also... Ich will was Rotes. So, dann können wir noch mal gucken. Bei den Augenfarben. Verschiedene Augenfarben. Ich will keine verschiedenen Augenfarben. Augenform. Gibt es nur das? Gesichtskontur. Haarfarbe. Gucken wir uns noch mal die Haarfarben an. Da könnte ich sie noch dunkler machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Körpergröße, wir machen sie ganz groß. Ich mache sie immer ganz groß. Körpergröße, Brustumfang. Ja, die sind sowieso nicht groß. Das kann man doch nicht groß nennen. Da ist ja kaum Unterschied zwischen groß und klein. Das kann man doch nicht groß nennen. Frisur. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber die gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Aber die anderen sehen auch schrecklich aus. Papa, 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 papa. Genau. Der von Mutifox fragt, wie gefällt euch das Update von Twitch? Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Hm. Ist ja kaum ein Unterschied. Guck mal, ja, Gesicht. Ja, okay, da war ich Fox, schon. Она говорит, что разницы почти нету. Ja, da sehe ich auch kaum Unterschied. Augenform. Da waren wir ja schon klein, Iris. Augenfarbe. Verschiedene Augenfarben. Blau ist ganz schön, oder? Also. So ein bisschen hellere. Oder lieber doch dunklere Augenfarbe. Ich habe so ein Problem. Also bei mir ist es so, ich mache gerne Schars, die so ein bisschen... So Augenfarbe mache ich ganz gerne blau, weil ich selber blau habe. Aber ich habe nicht so eine blauen. Ich könnte sie natürlich auch einfach anders machen. Grün finde ich zum Beispiel immer sehr schön. Oh, soll ich sie blau machen? Ich finde, grün sieht auch gut aus. Findest du grün schöner als blau? Ich finde, grün passt auf jeden Fall besser, ja. Ja. Zu der Haarfarbe passt es auf jeden Fall besser. Würdest du die Haarfarbe ändern? Ich mach, sie soll so aussehen, wie es dir gefällt, weißt du? Ja, mir ist so egal. Ich will die Spitzen halt nicht schwarz machen, sondern irgendwie, das sieht ein bisschen angekokelt aus. So, zum Beispiel, ja. Ich finde zum Beispiel geil, wenn du weiß machst, so, oder ein bisschen so hellgrau oder so. Das sieht für mich persönlich cool aus. Ja. Aber wie gesagt, das soll dir gefallen, nicht mir. Ich muss nochmal die anderen... Wird das hier gespeichert, wenn ich das jetzt... Ich glaube, du kannst es speichern. Das auch sehen. Ich weiß noch nie, nicht genau wo. Ich mach mal erstmal beenden. Ich will mal gucken. Am Ende, ja, egal. Ich gehe nochmal zurück, weil ich möchte gucken. Ja, ist egal. Das ist. Ich will nicht. Ich will nochmal gucken. Licht. Warte mal, Charakter aus. Neuer Charakter. Ja. Ich will nur mal gucken. Ich hab nämlich was dagegen. Diese Ohren stören mich doch irgendwie. Aura. Ich meine, die sehen ja süß aus, aber das ist wieder so... Warum wollen alle so eine Ohren haben?
guck mal hier kurz rein. Wie? Ja, eine. Oh Gott, die mag ich schon vom Schuppen. Was? Die haben Schuppen? Ja. Genial. Buh. Das ist zum Beispiel die Rasse, die ich haben möchte, aber nur männlich. Echt? Ja, weil die. Ja. Aber die haben Schuppen. Ja, und? Ich finde das geil. Jetzt sind Drachen. Buh. Mach mal kurz. Wir müssen mal. Schuppen sind doch geil. Körpergröße. Ey. Definitiv erstmal größer machen. Hautfarbe. Meine Schwanzform. Guck mal, dann hätte ich einen Schwanz. Das wäre doch toll, oder? Ah, ja, bin toll, männlicher Aura. Ah! Ich will so einen langen haben. Ja, ich will einen langen Schwanz. Ja, ich will einen langen Schwanz haben. Schon mal vorgemerkt. Ich muss auch mal die anderen danach gucken. Aber eigentlich, ich finde, wenn ich einen Schwanz habe, ey, hallo. Ja, ist viel geiler, wenn ich einen Schwanz. Oh, ja, toll. Das ist so eklig. Aber die haben schon wieder nicht die Frisuren, die ich. Das sieht alles so ein bisschen langweilig aus, finde ich. Sag das nicht so laut. Ja, tut mir leid. Die trimmen halt sehr viel auf männlich. Auf weiblich, meine ich. Guck, was ich meine ist halt, sie haben eine Kurzhaarfrisur, so gefühlt. Okay, mehrere. Ihr habt recht. Sie haben mehrere, ja. Aber, ja. Ich guck mir noch mal ganz kurz danach. Haarfarbe. Strähnen. Mal Strähnen noch mal weg und dann gucken wir mal. Oh, ich liebe diese Musik im Hintergrund, ne? Boah. So. Gesicht.
Gesichtskontur. Ich habe keine Ahnung. Größe der Iris. Ja, klein ist okay. Augenfarbe. Ja. Wusch, äußere Iris. Was? Was? Nee, sowas will ich nicht haben. Augenbrauen. Was mache ich hier? Augenbrauen. Die sehe ich gar nicht. Hey, ich habe keine Ahnung. So, Mund. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lippenfarbe. Dunkel auf jeden Fall. Wir wollen ja was von der Schminke sehen. Komm. Ich hätte gerne irgendwas Rotes. Warum gibt's das nicht? Schummlerei. Das nehme ich dann. Merkmale. Farbe des Merkmals. Oh, ich sehe aus wie eine Puppe. Ja. Hüpfchen. Mit deinem langen Schwanz. Ja. So würde es mir eigentlich gefallen. Guck mal. Oh, danke schön, David. Guck mal, aber schon deutlich besser als der Hoppelhase eben, finde ich. Ja. Aber sie ist klein, also du machst ja eigentlich... Ich hasse dich, Bowie, sei ruhig. Ich habe sie schon sehr groß gemacht. Oh, guck mal, sie ist so klein. 1,58. Was ist denn das für eine Größe? Ich will bei dem Licht anfangen, aber das ist eh egal, oder? Also, ich habe gerade in die Hexe gelacht. Für was eine Klasse möchtest du? Das weiß ich alles noch nicht. Wir überlegen halt, das kommt alles spontan. Ah. Du und der Chat, dankeschön, Bowie. 10 Monate. Ja. 2,10 Meter. Ja, meiner ist aber nur, guck mal, wie klein sie ist. Aber eigentlich ist es cool, oder? Eine Rasse zu haben, wo der Mann viel größer ist als die Frau. Aber ich bin halt sehr groß. Ich bin größer als sie. Nur mal so am Rande, sehr viel größer. Aber sie gefällt mir schon viel besser. Vor allem, weil ich einen Schwanz habe. Damit kann man sehr viel machen. Und ich kann dann immer überall im Chat schreiben, ah, halt die Fresse, ich habe einen Schwanz. Meiner ist größer als deiner. Ja, genau das. Ja, ich bin so bescheuert, ey. So würde sie mir aber ganz gefallen. Also, ich kann ja noch mal gucken, wegen Haare, Frisur. Aber eigentlich gefällt mir die Frisur ganz gut so. Da haben sie noch Frisur, da haben sie Frisur. Ja, ich glaube, die Frisur, die sie hat, gefällt mir. Wo ist eigentlich meine Frisur, die ich hatte? Da. Ja, das gefällt mir. Die Stimme müsste ich noch. Oh Gott. Hör ich über?
Gott. Ja. Mach mal kurz lauter. Ich muss, hallo, Bubbles, grüß dich. Ich muss mal ganz kurz hier eingrenzen. Oder ausschließen, weil sonst komme ich hier nicht klar. So, welche würde ich ausschließen? David, deiner sieht aus, als wäre er auf der bösen Seite der Macht. Ich habe keine Ahnung. Also 5 würde ich schon mal ausschließen. David, ich habe noch keinen. Mein Spiel ist noch nicht installiert. Ja, Babel, genau so sieht's aus. Das war geplant, dass ich jetzt die ganze Zeit den Schar erstelle. Was sagtet ihr denn? Geht das lang kommen. Du, Bowie, kannst du mal bitte aufhören zu reden? Erst die Musik. Ja. Das Problem, was ich habe, ist, dass ihre Stimme im Gegensatz zu der Musik viel zu leise ist. Ich glaube, 12 würde ich auch ausschließen. Oh Gott, ey. Elf im Gegensatz zu 10 würde ich auch ausschließen. Ja, 9 auch. 9 klingt wie so eine Gummipuppe. Ah, das schließe ich auch mal aus. Das schließe ich auch mal aus. Was hatte ich noch? Die 4. 4 kann ich auch ausschließen. Ja, 2 klingt zu süß, finde ich. Das klingt auch ein bisschen zu sehr nach Stöhnen. So. Ich habe keine Ahnung. Ich finde eigentlich das Haar... Guck mal, dieses Genervte sieht doch... Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, ich nehme 10. 10 klingt einfach... Guck mal, ich bin ja oft genervt und das klingt einfach am authentischsten. So vom Genervton, so. Ja, ich klinge sehr oft genervt, von daher. Das ist doch schön. Auch wenn Bowie gesagt hat, das ist dumm. Dass sie dumm klingen. Ja, 10 gefällt mir ganz gerne. Ich 10, ich muss mir das mal aufschreiben. Bowie, kannst du wieder reden? Ja, ich habe nie gesagt, dass sie dumm klingt. Ich habe gesagt, oh Gott. Ja. Das heißt, wow, sie ist echt angepisst.
Ja. Aber sieht doch gut aus, oder? Also, vom Aussehen her. Ja. Sie ist sehr blass. Haarfarbe, Augenfarbe. Hat Schuppen, hat einen Schwanz. Ja. Hat einen langen Schwanz. So, gefällt mir eigentlich ganz gerne. Die Einstellung speichern. Ja. 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 Speichern bitte. Punkt. So. Bestimme den Namenstag deines Schars. Was? Was ist das? Keine Ahnung. Schattenmond, das... Lichtmond, was? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Wenn die Freundin den längeren hat. Ist das Geburtstag? Tage, Lichtmonde sind die Monate. Ah, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also theoretisch, wenn ich jetzt meinen Geburtstag eingeben würde, wäre es hier. Richtig? Lichtmond und dann den 17. Ihr dürft ja wissen, wann ich Geburtstag habe. Also ich habe ja am 3. Nee, wahrscheinlich nicht. Hat keinen Einfluss. Weil ich stelle... Das ist jetzt der erste Monat. Das ist der zweite, das ist der dritte, oder? Ja. Alles richtig, okay. Also 17.3. Ah, guck mal, das steht hier auch sogar. Ja, gut. Oh Gott. Schutzgott. Ja, hat das irgendwelche Auswirkungen? Sie ist die Göttin der Gletscher. Ich will keine Gletscher. Die Monde und der Liebe. Pff, das passt ja gar nicht. Flüsse. Planeten und des Schicksals. Ihr Element ist das Wasser. Warum muss ich denn Wasser? Wobei eigentlich ist ja Wasser gar nicht so... Das finde ich gar nicht so verkehrt. Also die Weltmeere ist schon mal ausgeschlossen. Ihr Element ist das Wind. Weltmeere, nee. Berge und Wald. Berge passt eigentlich auch nicht zu mir. Bauwerke und Handwerker. Ist auch nicht so meins. Der Zerstörung. Sein Element ist der Blitz. Der 8. Mond des Jahres steht unter seinen Sternen. Schicksal. Das ist gar nicht so. Zerstörung klingt natürlich toll. Die Sonne und das Recht klingt furchtbar. Handels- und Unterwelt, der Schutzgott. Dieses Zeichen kommt mir bekannt vor. Guck mal, was ich gerade noch gemerkt habe, ist, das sind 12 Symbole. Guck mal, der 12. Mond, das ist der 1. Mond. Das 2., der 3. Also theoretisch müsste das doch meinen. Der 3. Mond des Jahres. Fruchtbarkeit. Werde ich dann schwanger?
stählerne Sense dargestellt. Das ist auch irgendwie. Also ich finde, Schicksal ist vielleicht das Beste. Aber das ist ja nur eigene Lore. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klasse. Ich habe noch nicht Namen eingeben müssen. Bestimme die Charakterklasse, mit der dein Charakter das Spiel beginnen soll. Ja. Kannst du unten bei Kleidung auf Klassen typisch machen? Ich will mal sehen, wie die Klassenrüstungen bei dir aussehen. Oh Gott. Oh. Ah. Paladin. Ah. Ah. Thaumaturg. Wie achtet man drauf, Les? Also unten links, ne? Wo unten links? Unten links steht Ulda zum Beispiel. Das ist die Stadt, wo man anfängt. Druide. Was willst du denn anfangen? Kommt drauf an, was du anfängst. Nee, den frage ich ja gerade. Faustkämpfer, Odulden, hartes Körper. Man kann ja eben alles machen. Ja. Guck mal, ich dachte, Gredania soll wohl am schönsten sein. Die Sache ist halt, man kriegt am schnellsten Dungeon-Lobbys, wenn man Heiler oder Tank spielt. Wenn du theoretisch einen Heiler angefangen hättest, hätte ich einen Tank angefangen. Ja, weiß ich nicht. Ist das noch so? Ja, muss Les sagen. Müssen wir Les fragen. Ist es so, dass man als... Gibt's hier überhaupt einen Tank in dem Spiel? Natürlich. Oben der Krieger und der... Oder Paladin, wie der heißt, und der Marateur. Warum antwortest du, obwohl du das Spiel noch nicht gefühlt hast? Ja, ist immer so. ja, dann würde ich... Guck mal, Druide ist Heiler. Oder? Ja. Ach so, wieso? Keine Ahnung. Bowie, du, ja, aber du... Guck mal, dann machst du Pikenier oder Waldläufer? Tausch doch mal die Rolle. Ja, dann geht's ja gar nicht. Denn die fangen ja woanders an. Guck mal, du willst doch bestimmt Faustkämpfer anfangen. Absolut gar nicht, nein. Nein, gar nicht? Nein. Der hat gar keine Waffen, also ich will schon eine coole Waffe haben. Aber mal ganz davon abgesehen, eigentlich ist es ja wirklich wurscht. Willst du wirklich den Tank anfangen? Ist der Tank nicht eine richtige, wichtige Rolle oder so? Sollte das nicht ein Profi übernehmen? Wie viele? Es gibt doch in diesen Indies mehrere Heiler, oder? Also, das ist ja nicht wie in anderen Spielen. 6 Personen schließen sich zusammen und dann ist einer der Heiler. Kommt auf den Content an. Wie ist das am Anfang? Weil ich meine, am Anfang werde ich ja nicht gut heilen können.
Tank ist echt schwer am Ende. 4-Mann-Trupp. Ein Heiler. 8-Mann. 2 Heiler. Ja, aber dann werde ich das ja schon hinbekommen irgendwie. Okay, dann werde ich natürlich der einzige Heiler sein. Dann muss Bowie was anderes machen. Pikinier oder Waldläufer? Wie ist eigentlich der Waldläufer, weil der sieht ganz cool aus. Dann mach doch, ob man mit Langbogen den Blur, dann machst du das und ich mach Druide. Weil ich bin bekannt dafür, dass ich in MMOs immer die schwächste Klasse nehme. Okay, dann ist Tank vielleicht keine so gute Idee. Ja, okay. Zu Bowie passt Waldi. Wieso passt er zu mir? What the fuck? Warum? Er sieht es gleich als Beleidigung an. Ah, guck mal, die Hose ist cool. Ich mag Bögen in diesem Spiel. Du hast Twintania als deine Welt ausgewählt. Fortfahren. Was habe ich bitte? Ich... Nein. Ich wollte dahin. Hilfe. Ich persönlich würde irgendwann mal den Samurai spielen. Der gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Aber soweit ich weiß, kann man den erst ab Level 30 oder so spielen, oder? Wo kann ich denn hier Welt ändern? Hä? Guck mal, ich kann das dann nicht anklicken. Ach, 50. Les. Ich kann Licht nicht anklicken. Ich kann Licht nicht anklicken. Oh, weil der Server gerade voll ist. Bäh, wie dauert? Soll ich jetzt hier warten? Ich glaube, man musste mal da auf Aktualisieren klicken, ne? Da ist so ein 2 Pfeile, oder? Update. Ich guck mal. Jetzt muss ich 3 Minuten warten, um es erneut zu aktualisieren. Krass. Oh Gott, das kann ja was werden. Nö, ich will schon mit Routine. Jetzt ist ein Haken, wie ein Haken. Ja, wir können ja währenddessen. Oh. Zodiac und Lich sind gerade nicht erstellt. Warum? Zu voll. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier... Das ist ja doof gemacht. Guck mal, wenn ich jetzt hier mache, dann Charaktererschaffung abbrechen. Achtung, der bisherige Fortschritt geht hierbei verloren. Aber den Aussehen habe ich ja gespeichert. Aber rechts ist doch so ein Pfeil, zurück. Kannst du nicht zurückgehen? Und dann? Ich weiß nicht, was ist denn machen?
Achso, guck mal, hier Volksstamm habe ich mir auch gar nicht ausgewählt. Achso, doch. Muss ich warten. Wir können ja nebenbei quatschen. Ja, wir können ja nebenbei Scribble spielen. Hast du deins eigentlich runtergehauen? Also, dein Spiel ist schon... Mal gucken. Na, hier ist bei 87%. Guck mal, Glückwunsch. Ab sofort musst du nicht mehr auf die manuelle Emote-Prüfung warten. Deine Emotes stehen jetzt unmittelbar nach dem Upload bereit. Wow. Vor 5 Minuten. Keine Ahnung warum. Kann wirklich dauern, ja, aber ich habe ja Zeit. Guck mal, ich kann ja immer mal hier wieder düdlüdün machen. Dran machen. Ich muss mal kurz gucken. So. Haha, guck mal. Kannst du mir ein Scribble-Dingsbums öffnen? Dann lass uns so lange spielen. Spielt woanders. So. Wollen wir nicht. Alles geht nicht. Play. Will jemand mitmachen? Wenn jemand mitmachen möchte, kann er gerne mitmachen. Wir sind da nebenbei. Ich aktualisiere so lange, bis ich da meinen Fortschritt bekomme. Soll ich warten oder soll ich schon mal starten? Nee, starte einfach schon mal. Das ist ja, wir spielen eh nicht mit Punkte. Also. Okay. Wer fängt an? Du. Das ist ein Duell. Ach so. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Okay. Ja, das kann alles Mögliche sein. Radio, Jukebox. Ah. Mal gucken. Nee, ist immer noch nicht. Dann noch weiter gucken. Oh Gott, wie soll ich das malen? Wie soll er das malen? Man kann es ja mal so suchen, oder? Oh Gott. Ah, nice. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich weiß nicht, ob ich dieses Wort erraten kann. Guck mal, ich war schneller als du. Ja, du warst schneller als ich. Guck mal, ich mach jetzt was. Das ist ein sehr akkurat gezeichnetes. Oh, das gibt's nicht. Ich hab sie noch nicht mal gemalt. Was? Ah, ich schick dir auch ein Nude-Strichmännchen von mir. Ein Dickpick reicht. Du.
Ah, Mann. Was? Was ist das? Oh Gott, warum? Okay, deswegen hast du den Ah. Zauber gemacht. Ja. Sie sind in der Regel gelb, also So so richtig geil. dumm. Oh Gott, wie soll ich das malen? Oh Gott. Gib mir einen Moment, um zu überlegen, wie ich das malen soll. Ah, Nice. geil. Was das? Was sind das für Wörter, Mann? Was zur Hölle kriege ich für Wörter heute? Ja, gut. Nice. Du mit übelst langen Wörtern. Ach. Wie gut das ist, wenn man das am Fenster macht. Da erkennt man wenigstens so einen Eiszapfen. Ich bin beeindruckt, Bauri, dass du das erkannt hast. Danke. Ich brauche keinen Pfeil. Ha. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich weiß nicht, das ist bestimmt ein Verb, oder? Ich weiß nicht, wie der Vorgang heißt mit der Sense, keine Ahnung, die. Ah, nee, ich kenne das Wort nicht. Keine Ahnung. Ah, sicher. Nicht Nee, den das Wort kann ich. Vorgang, du solltest das Ja, Wort aber auch das Wort kenne ich nicht. sagen. Oh. Ein Zeichenbrett, oder? Wie mega du die Geraden ziehst. Krass, oder? Oh, das hat ja nur drei. Okay. Was könnte da reingehören? Tau. Na.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf sein Wort muss man erst kommen. Das hast du wirklich schon erraten. Oh. So, mal nehmen wir das. Ich wollte es schon eingeben. Du bist mir ein Wort voraus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vergiss nicht nebenbei zu aktualisieren. Ja, mach ich ja nicht. Oh Gott. Oh Mann. Das ist so schlimm, ey. Ja. Soll ich mal gucken? Aktualisieren? Immer noch nicht. Na. Du bist da, 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 da. Oh Gott. Sie kommen schon aus. Ja. Wieder Muskel gerade? Oh Gott, das werde ich nicht hinkriegen. Hä, was ist das denn? Das ist aber auch ein sehr, sehr bescheuertes Wort. Was? Was für eine Leuchte? Armleuchter, wow. Wie soll ich denn das sonst machen? Ich kann keinen Armleuchter malen. Du hast Muskeln gezeichnet und ich. Ja, ja, tut mir leid, damit du das. Ja, damit du merkst, dass es ein Arm ist. Dass ich mit Arm gar nicht verbunden habe. Ja. Blöd. Was ist das? Sieht aus wie so ein Schmetterling, der eingekrochen ist. Eine alte Mumu, genau. Ich mach mal. Nein. Ja, was soll ich noch zeichnen? Ja, irgendwas, was das Wort besser beschreibt. Ja, geht nicht. Was ist das?
Das ist ja große Verhältnis. Ja. So groß. Was? Ist das, was er in der Hand hält, jetzt das? Oder ist der Mensch so klein gegen dem? Das, was er in der Hand hält. Was ist das? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ey. Ja. Ja, wie soll ich einen Miniclip zeichnen? Ein Miniclip. War auch doof. Oh Gott, ja, das ist alles doof. Oh Gott. Machen wir das mal so. Warte. Das war schön. Wauis Mumu. Ich wollte auch meiner zeichnen. Ich wollte es da abrunden. Ey, was der für Wörter errät. Was? Was ist das? Ein... Ich weiß, dass das eigentlich was anderes ist, aber man nennt es ja auch, manchmal so, auf Englisch zum Beispiel. Na komm. Mann. Oh Gott. Oh, falsch. Ein Typ in einem Messer hat ja, er hat ja von erstochen, da tropft Blut. Mörder, Killer, was ist das denn? Da schreit einer. Ach so. Er soll ein ganzes Märchen zeichnen. Da warte ich halt bis 24 Uhr. Ich will dahin. Kannst du aufhören, so schnell zu erraten? Nein. Ah, weiter. 10 Minuten? Ja, okay. Weiter. Ja, es geht von alleine weiter. Weiter! So. Na, macht ja Spaß. Ja. Und du bist echt gut. Du bist ein würdiger Konkurrent. Oder du hast es heimlich geübt. Und dieser Mensch. Guck mal den Fuß hier an. Also, das beantwortet dir die Frage, ob ich heimlich geübt habe. Was soll das sein? Eine Feier, eine Party? Feier. Bekannte, Verwandte, Haare, Geschwister, einer ist Haarfarbe. So simpel, einfach mal. Eigentlich, ich glaube, eigentlich war mit Arm das Gegenteil von reich gemeint, aber ich dachte, wenn ich den Körperteil zeichne, dann erlebt man das leichter.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Was soll das sein? Kreis, Dreieck, Quadrat, Geometrie oder was? Sieht aus wie Kinderspielzeuge, die man rein, so reinstecken muss. Das, damit es so in die Form passt. Form. Kreis. Rund ist es ja auch nicht. Es ist kein Dreieck, kein Kreis, kein Viereck. Es ist ein Oval. Hat zu lange gedauert. Nein, Oval ist doch. Ja, okay, ich will dich nicht kritisieren. Hast gut gemacht. Nein, noch nicht. Das ist ein Penis. Was ist das? Oh. Ich krieg einfach leichte Wörter. Das so leicht finde ich das Wort gar nicht. Oh Gott. Ja, ich muss erstmal überlegen. Ah. Oh. Skulptur, Figur auf eine Dame, eine sehr zierliche Dame. Oh, Korsett oder so? Rumpf? Nein, das ist zu kurz und zu lang. Bauch, Magen. Nein, es ist alles zu kurz. Ach so. Na, 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 na. Oh, wir. Oh Gott. Hä, das ist so eine Kuh. Das ist keine Scheiße, nein, das ist es nicht. Das denke ich an Scheiße. Ey, wenn das dieses komische. Nein. Das. Ich will nicht so viel verraten. Da ist bestimmt Rind am Anfang, weil es eine Kuh ist, aber. Okay, das sieht jetzt kacke aus. Oh Gott. Das sieht aus wie Fleisch, also. Ich dachte, dass es. Weißt du, ich dachte, dass es dieses Rib-Ei irgendwas ist. Das kann ich halt gar nicht. Das, meinst du das, was die Kuh. Hast du schon mal das gegessen, was die Kuh, diese Euter? Hast du schon mal die Euter gegessen? Hast du schon. Nein, habe ich noch nie. Nein. Ich habe schon mal gegessen, aber ich weiß nicht mehr, wie das. Was ist das denn? Ah, das ist leicht. Ach. Wow, so schnell? War das so eindeutig? Ja.
Oh Gott. Dankeschön. Oh, du weißt gar nicht, wie sehr du mir gerade den Arsch gerettet hast. Ich habe echt nicht mehr gewusst, was ich da überhaupt zeichnen soll. Echt, ein Hallo, lass mich das zu Ende Nein, sagen. Maya. Eine Wurst. Verdammt, so sah die Wurst aus. Das hätte ich ja niemals erkannt. Oh. Ja. Nein, bitte nicht. Wie soll ich ihn das zeichnen? Jede Runde denke ich, sie will mich gleich foltern. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Oh Gott, ich weiß noch nicht mal, welche Farbe ich habe. Komm, 10 Sekunden sind schon um. Du hättest Pink nehmen sollen. Vielleicht. Ja, ich habe doch gesagt, ich weiß nicht, welche Farbe. Das ist bestimmt kein Brot. Ja, was soll ich noch zeichnen? Ah, guck mal, ich hab Toaster nicht geschrieben. Toast. Toast sind lecker. Egal, ich muss mal mehr das zeichnen, was überhaupt gemeint ist. Ah. Was? Das ist ein Grind. Das sind Kreuze, sind das? Wie heißen die Dinger? Das sehen aus wie so Urnen. Oh. Warum hast du den Baum gemalt? Das verstehe ich nicht. Ich mal immer, wenn Friedhof ist, erstmal ein Baum. Weil sonst ist es so einfach, wenn man direkt Kreuze malt. Ja, und? Gib mir doch die. Wieso? Du kriegst ja nicht. Hä? Ich spiele ja eh nicht mehr Punkte. Nein. Was ist das? Moment. Warum hast du ihm was in der Hand gedrückt? Ja, ich dachte, wenn ich einfach nur so ein Loch male, dann erkennt man das nicht. Und er macht halt ein Portal auf, also, weißt du? Was? Schon wieder? Kreuz kann das nicht sein. Ach so. Nein. Ach so. Mhm.
nicht mehr Bleistift. Okay, das kann schon mal nicht sein. Weihrauch passt da nicht. Ah, die Zeit ist schon um. Ich das hätte ich noch was gemalt. Duft kann da auch nicht kommen. Räucherstäbchen, ja. Pff. Ja, du hast recht, Skadi. Was hat er gesagt? Ich kann dein Stream gerade nicht gucken, weil... Ja, das, was du gemalt hast. Ach so. Deswegen hat er ja auch recht gehabt. Ah. Oh ja, Gott. Das ist bestimmt Schmetterling. Ich hab's falsch gestimmt, aber ist das nicht richtig. Ein Kreis. Ein Ballon, ein Hals. Nacken, Halskette. Nein. Aha, sie ist blond. Eine Blondine. Ja, das ist doof. Aber ja. Also nicht ja zu dem, was du gesagt hast, sondern einfach nur. Oh, Augen. Da habe ich die Mädchen. Nein, bestimmt nicht. Ach so. Okay. Mal gucken. Oh, das ist wirklich das. Was? Ja. Bisschen krumm geworden, aber okay. Ey, das ist die letzte Runde. Nicht für uns. Ich habe keine Ahnung, wie ich das... Oh, wie soll ich denn das malen, Leute? Boah. Das ist ein Mensch. Wieder ein Mensch. Spider-Man. Augenbrauen. Jetzt erwarten wir jetzt den Arm, oder? Halten Sie es nicht? Hält er was in der Hand? Ich kenne gar nichts. Das sollte ich nochmal wegmachen. Das sieht falsch aus. So, nochmal neu machen? Ich weiß gar nicht, worauf ich mich hier fokussieren soll. Hä? Ja, wie soll ich das malen?
Ich, ja. Das ist voll perfekt gewollt. War die Zeit einfach nicht ausreichend. Das heißt, du malst halt zuerst irgendwie das Gesicht und dann so. Ja, was hättest du gemalt? Erst die Pinzette? Wie soll ich eine Pinzette malen? Ich hätte das ja gemalt. Das hätte ich nicht erkannt. Okay. Aber ich. Okay, ich. Wie. Was ist das? Ein Biber. Hat er anders geschrieben? Ah ja. Ja. Ist ja nicht Justin Bieber. Ups. Gut gemacht. Ah. So. Nochmal? Ja. Von der 1. Trauriges Gesicht. Jetzt kommt sowas wie ein Nacken, Halskette. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ist das das, was man anzieht, wenn der Arzt das verordnet, was? Wenn man sich den Hals gebrochen hat? Hals, Hals, keine Ahnung. Ausrufezeichen, Skip. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich dir das noch. Das ist halt genau das. Ich habe keine Ahnung, wie ich dir das andere. Ich kann nichts malen, was. Kragen? Was für ein Kragen ist das? Hemdkragen? Keine Ahnung. Halskrause, kenne ich ja gar nicht, das Wort, okay. Ja, guck mal, ich kann auch nichts Krauses malen. Ich weiß nicht, wie Kraus aussieht. Tut mir leid. Oh Gott, ich kann das nicht zeigen, schreiben. Wie? Wie wird Bowling So wie man das sagt eigentlich. So wie man das ausspricht. geschrieben? Boah! Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Ist das gemein, wenn ich vorsage? Also, keine Ahnung. Die ersten drei Buchstaben sind halt wie das englische Wort für Bogen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann Wörter, manche Wörter kann ich einfach nicht schreiben. Okay. Ja, pff. Nee, ich bin echt doof. Ja, es ist aber bei euch auch manchmal so. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, was eine Halskrause ist, also. Das muss mal jemand übertreffen. Du musst mich nicht trösten. Alles ist gut. Ich verkrafte das schon. Ja. Ah. Ja, guck mal, wie gut Bowie ist. So funny, wenn wir irgendwann mal mit den anderen spielen und wir malen irgendwas und wir wissen sofort, was der andere meint, weil wir das Wort schon mal gesehen haben bei ihm.
ein bisschen aus wie ein Teletubby. Telepupsi. Oh Gott. Jetzt kommt wieder so ein, oh Gott, Schmetterling. Schade. Es ist ein Kreis, das sind Augen, wieder ein Gesicht. Wie mal diese Gesichter. Unzufriedenheit. Ohren. Aber wie nennt man diese Ohren, die so hervorstechen, so. Oder ist das doch noch Schmeiß? Sag bitte nicht, dass du fertig bist. Doch schon. Ja. Das soll Essen sein, aber ich wusste nicht, welche Farbe ich dann. Ich hätte Sushi zeichnen sollen oder so, ne? Guck mal, ich habe Stäbchen geschrieben. Ja. Also ich wusste, oh Gott. Guck mal, S-Stäbchen hat einfach mal dreimal den Buchstaben S hintereinander. Oh Gott. Oh Gott. Das werde ich nicht zeichnen können. Aber die anderen waren auch. Wonder Woman hätte ich zeichnen. Wie? Ich hab nicht geguckt. Aber das sah aus wie ein gefalteter Vogel, was du zeichnen wolltest, oder? Ja! Ich hab wirklich nicht geguckt. Ich sollte noch Wonder Woman oder so nicht dachte. Das werde ich definitiv nicht hinkriegen. Weil das sah so gefalten aus und ich dachte, was faltet man halt? Ne? Oh. Oh shit. Ich hab vergessen, das Wort zu wählen und da hat mir selber auch eins ausgesucht. Ja, okay, dann versuche ich irgendwas zu zeichnen. Ja, du bist echt gut. Ah, endlich mal ein etwas kürzeres Wort. Ah. Mal auch abgekupfert. Ach nö, ey, was war das? Den ersten konnte man mit einem Insekt verwechseln. Vielleicht eine Gottesanbeterin. Wow.
Kinderfamilie, was kann das sein? Warum streckt er seinen Arm so nach vorne? Hüte. Die haben irgendwas an. Adel ist es nicht. Er schreit sie an. Chef. Dein Gedankengang ist so gut. Oh Gott, ey, wie schrecklich das geworden ist, wa? Ich versuch's nochmal. Was? Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas mit Keule. Ja. Und Hühnchen habe ich nur gesehen, weil oben die. Es hat Keule gar nicht hingepasst. Ich dachte, du denkst zuerst Hähnchen. Ne? Guck mal, mal sehen, ob du darauf kommst. Das ist jetzt aber sehr verworren. Ich bin jetzt einfach nur gespannt, ob du drauf kommst. Hä? Ja, du bist doch bescheuert. Stellst du meine Intelligenz? Ich meine, es ist einfach die Möglichkeit, es zu zeichnen. Obwohl das gar nicht ein Abzug ist. Aber du bist trotzdem draufgekommen. Scheiße, ey, was ist denn das? Ich weiß das nicht, wie ich das nennen soll. Wie ich das... Aber geil, oder? Nicht Aufzug, sondern Abzug. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich kann das nicht zeichnen. Das ist halt nichts Greifbares. Man muss um die Ecke denken. Aber das ist nicht das, was ich geschrieben habe, oder? Nein. Okay, gut. Weil es so schwer ist, das ist halt das, was ich mache. Mein Beruf. Ja, ich habe keine Ahnung, was... Sorry, ich weiß, wie du arbeitest, aber ich weiß auch nicht, wie deine Berufsbezeichnung. Nee, da gibt's... Ja, aber da sind einfach zu viele Berufs... Ja. Ja, ich weiß, aber die anderen konnte ich auch nicht zeichnen. Das ist schwierig, eine Versicherung zu kaufen. Das ist halt ein immaterielles Produkt. Vielleicht. Ah. Okay, sieht aus wie so ein Klavier-Tasten. Nein. Das ist Dynamit. Zündschnur. Nein. Dynamit. Sprengstoff. Ex.
Explosion. Baboom macht das. Es macht kaputt. Was ist das? Ja! Oh Gott! Das ist gut! Gleich geht's los, was? Was geht gleich los? Oh Gott! 7 Buchstaben. Ein Kreis. Eine Uhr. Sieht aus wie eine Uhr. Zeiger. Uhrzeiger. Uhr. Ja. Was ist das denn? Hä? Was ist das Braune? Minuten. Nein. Stunden. Ich glaube, das ist keine Uhr, oder? Das ist etwas anderes. Zeiger. Das ist ein Diagramm, nein. Aber warum ist der eine Strich so kurz? Oh Mann, ey. PlayStation 4 Event. Pizza Kuchen. Ja, ich habe 3 Sekunden, schaffst du nicht. Sekunde. Oh, Stunde und Minute hatte ich. Sekunde. Ja! Und dann so, nein, das ist keine Uhr. Und ich denke mir so, na! Aber da weißt du, an welcher Stelle du was falsch gemacht hast. Wo ich was falsch gemacht? Du hast was falsch gemacht, du hast nicht weitergeraten. Ja, das, was gezeichnet, ja, ja. Wo ich dachte, hä? Du, ich erkenne all deinen Scheiß, den du malst. Ja, du bist auch ein Genie und ich nicht. Ich bin ein Genie? Ja. Natürlich. Okay, das sieht doof aus. Das sieht auch doof aus. Skateboarder. Skateboard? Was? Wie soll ich das zeichnen? Gut. Ich kann das nicht zeichnen, das wirst du nicht erraten können. Das passt alles gar nicht. Was ist das? Das passt nicht. Ja, alles andere war auch, konnte ich auch nicht zeichnen. Das hat ein Gerücht. Was? Ich
Ich kenne kein Gericht, was so. Nee, wie gesagt, das ist schwer. Also die anderen Wörter waren genauso schwer. Ah, warum machst du Klöße ins Curry? Das sind... Da sind Klöße da. Sind ja keine Klöße im Curry? Nein, das sind keine Nein, okay. Klöße im Curry. Oh Mann. Weiter. Ach, wir haben über... Oh, kein Spiel mehr. Oh, und wir haben nicht geschafft, hier zu aktualisieren. Das dann muss ich später nochmal. Oder wir gehen woanders hin. Eigentlich ist es ja egal. Ich sag's dir jetzt. Ja. Was? Da willst du deine Zuschauer trollen. Nee, wir machen das wirklich. Wir gehen zu Licht, würde ich dann sagen. Ich wünsche euch dann noch alles Gute. Morgen machen wir Scrabble. Just chatting morgen. Oh, guck mal. Ich muss das ändern. Anfangsszene. Da. So. Chatting. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Dankeschön für die Fragen beantworten. Scrabble. Bis morgen denn. Tschüss. Haut rein, Leute.